Bist du schon grün? Bis jetzt gibt's noch nichts Interessantes. Oh, scheiß Hai. Ja, mich hat auch angeknabbert. Ich hab dich, hör das Vieh von hinten, komm, verpiss dich! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Geh Darko auf den Sack! Ich bin tauchen. Ich hab hier ein räudiges Wildschwein. Aber hier sind Tannebäume. Sicher, dass das ein Wildschwein ist? Oh, nee, Bär! Ah! Klingt mir nämlich eher nach einem Bär. Ah, Hilfe! Das war knapp. Das war knapperino. Jetzt wäre ich jetzt tot. Nicht enttäuschen, ich schwimme schon wieder um den rum oder irgendwas zu finden. Das ist scheiße. Das ist kaka. Das Vieh. Oh, da kommt er angedaddelt. Da kommt er so langsam an. Sammelst du den Honig ein? Ja. Pass auf, wenn du da vorne durch die kleine Schlucht gehst. Da erwartet dich ein Freund. Ne, ich hab's nur gehört. Ich bin ja hier tauchen. Ohne irgendwas zu finden. Ich finde gerade aktuell aber auch nix. Hier ist so eine kleine Radioantenne, da war eine Kiste, da war ein Rezept, Fischeintopf und wow, ein Rohmetall. Aber das war's dann. Aber 9-mal Honig im Gepäck. Ebenso. Aber irgendwas muss noch auf der Insel sein. Es kann nicht sein, dass... Was? Scheiß Bienen greifen einen im Übrigen an. Es kann ja nicht sein, dass nur eine Kiste und so eine kleine Antenne hier ist. Bei so einer großen Insel. Irgendwo wird noch was sein. Aber wo? Ich sehe Kumpelbär nicht mehr. Gutes oder schlechtes Zeichen? Naja, ich würde sagen schlecht. Man hört den ja zum Glück früh genug.
bin jetzt einmal um die Insel rumgefahren. Hier ist nichts rumgetaucht. Hier ist gar kein Erz. Wow. Also eine Insel fürs Popöchen. Hä? Der Bär ist halt wirklich weg. Vielleicht despawned? Sicher. Ach nee, da daddelt er. Ach Mann. Aber der würde wieder. Der würde wieder Leder geben, wenn wir den klatschen. Habe ich schon ein Rezept mit Honig eigentlich? Das ist doch genug. Nee. Ich weiß noch nicht, was man mit dem Honig macht. Für irgendwas braucht man den, das weiß ich. Aber ich weiß nicht für was. Kann man den nicht als Klebemittel nutzen für irgendwas? Keine Ahnung. Hier ist eine Boje. Mit der kann man bestimmt nichts machen. Das ist unser Bütchen. Wäre vielleicht noch ganz schön, wenn du Dingsbums findest, noch solche Fichtenbäume zu abholzen. Ich habe wieder einen Zapfen im Gebüsch. Was ist denn los? Kommst du nicht ins Wasser? Hä? Kommst du nicht ins Wasser? Eins. Wie viel hatte ich gebraucht mit dem Speer? 7. Okay, ich habe keinen Speer mehr. Nehme ich die Machete. Das funktioniert nicht. Doch. Ich habe dir mit der Machete erlegt. Und ich habe wieder Fleisch und Leder. Und bei dir auf den Feldern ist irgendein Vogelvieh, das hört man schon. Beziehungsweise es fliegt noch oben rum. Ich wollte gerade fragen, hier ist keins. Eieieiei. Haben wir wieder 4 Leder. Fleisch oben rein. Ike? Ja. Bist du oben, ja, oder? Ich bin gerade oben, ja. Hier, einmal bitte aufsammeln. Ja, gut. Ich wollte erstmal gucken nach einem zweiten Topf für dich. Topf brauchten wir. Wo hast du jetzt Eisenerz her? Aus der engen Kiste, die ich gefunden habe. Achso. Das, der Glibber war hier. Ich mach dir gleich noch einen Topf. Ja, hat ja noch Zeit. Ja, nö. Also, ich bin jetzt gerade dabei, dann kriegst du den auch. Ja, aber was soll ich damit? Ich kann die eh nicht setzen. Doch. Dein Küchengedöns dort oben bleibt so, wie es ist. Das bleibt unantastbar. Setzt du mir den denn? Ich habe keine Ahnung wo. Na guck mal, da wo ich stehe. Da ist doch noch Platz. Wo stehst du? Hier. Ach da. Da ist noch mehr als genug Platz. Ach so, Honig kommt da rein. Mache ich nämlich erst. Kann der Anker wieder aus oder brauchst du noch auf die Insel?
Ich brauch sie nicht mehr. So, das. Dann einmal das da. Wir drehen uns gerade, da brauche ich den Kochtopf nie setzen. Was haben wir hier oben drauf alles, außer das Lenkrad? Gut. Dann würde ich nämlich damit anfangen, wenn ich eine Axt hätte. lol, wir haben nicht mal eine Holzaxt. Das ist deprimierend. Holzaxt. Stein und Seil. Nee, Steinaxt. Oh, links ist eine Insel. Ich liebe es, beim Abbauen immer im Kreis, um die Kurven zu fahren. Kannst du die Motoren nochmal anschmeißen? Gleich, warte. Ich spring da gleich runter. Das sieht für mich nämlich nach einer stinknormalen, schönen Eiseninsel aus. Mit 2,5 Bäumen. Ja. Besser als gar kein Baum, würde ich sagen. Mhm. Wir drehen uns leicht, ist das gewollt? Ja. Ich wollte das Fass noch mitnehmen. Die Quadurste. Eigentlich kannst du dich wegen dem Anker bereit machen. Ja, warte. Ich kann halt nicht so schnell. Ich bin dran. Und jetzt. Perfekt. Hier, nachfüllen, Darko. Das Ding ist komplett leer. Nö. Das Ding, wo du draus getrunken hast, ist komplett leer. Ja, aber da war noch unten ein Süßwasser drin. Das hast du jetzt genommen. Nein, ich habe aus dem Äußeren genommen. Ja genau, da war noch ein Süßwasser. Du hast aber drinnen genommen, das habe ich doch gesehen. Ich habe drinnen genommen, ja, aber da war ja noch einer. Außerdem, meine Tasse ist voll, weil ich ja... Hier drinnen, du hast bei dem hier genommen, bei dem war keins drinnen, das war leer. Und ich habe ganz außen genommen. Egal, immer wieder nachfüllen. Wie denn? Meine Tasse ist voll. Dann austrinken. Ja, hast du schon mal was von Vorbereitung gehört, wenn man auf eine Insel geht und nicht jede 2 Sekunden Eisen hat? Austrinken! Das sind Steine, leck mich. Also wenn du mittlerweile Stein von Eisenerz nicht mehr unterscheiden kannst. Oh, Darko, oh. Dann, ja. Klappt.
so dort außen eins hin, damit es symmetrisch ist. Und da eins hin. Wow. Was ist denn los? Kam dein Freund an? Ja, er kam an. Palim, palim. Dann jetzt da eins und da eins. Ach ne, da haben wir ja schon. Außen brauche ich Nägel. Nägel haben wir hier. Und ich. Hä? Na boah, nicht voll. So, dort war das, oder? Ja. Och Mann, ey. Ich kann nicht mehr tauchen, ich hab kein Leben mehr. So. Bist du tot oder wie? Das nicht, aber ich hab kein Leben mehr, dass ich tauchen könnte. Joa, dann abwarten und vollrecken. Und übrigens, hier gibt's auch wieder nur Kupfer. Was ist denn hier los? Bitte, wenn ich unterwegs bin, achte darauf, dass die scheiß Möwen nicht immer alles weg. Wenn ich gerade am Bauen bin, achte ich da nicht drauf. Es tut mir leid. Das war eine Bitte, dass du es machst. Dass du nicht drauf achtest, war mir klar. Dahin. Dann hier. Also, wenn die Etage hier fertig ist, dann können wir deine Baumdinger wieder setzen. Die machen, oh, Arsch, machen wir um dein Küchengedöns herum. Ei, könntest du kurz baden gehen? Baden? Wo bist du denn? Ja, einfach irgendwo baden, dass der Hai auf dich aggressiv ist. Ziemlich verkackt, ey Mann. Oh ja, er kommt zu mir. Und er hat mich angeknabbert. Das reicht erstmal. Das ist wieder Kupfer. Das da unten könnte Eisen sein. Ja, ich habe Eisen. Nice. Das ist wieder Kupfer. Gut, dann mache ich mir nochmal das, wenn das reicht. Nee. Dazu muss ich auf die Insel. So. Das sind alle Steine. Also Steine haben wir definitiv genug. Ja. Hatte ich auch nicht vor abzubauen. Ja, scheiß schon wieder auf mich. Obwohl ich gerade selber im Wasser war. Ja, war. Ah, ich hab noch mal drei. Okay. Zum Glück habe ich Sachen dabei. Ich habe glaube ich nochmal drei. Wenn der Arsch nicht kommt. Hey, das ist unser Boot. Und da ist er schon wieder, der Schöne. Ach, da ist es. Mm-hmm.
Kupfer. Doch, die müssten sich dann trotzdem noch drehen, auch wenn ich das dort zubaue. Müssen wir einfach mal testen dann. So, ich habe das Eisenerz angeschmissen, mehr gibt's nicht. Jo. Da, jetzt klaut er mir schon meine Bäume jetzt. Ah. Deine? Ja, meine. Weil du ja schon den ganzen anderen Holz, das ganze andere Holz beanspruchst. Darum sage ich meine. Nö. Ich brauche genauso viel Holz wie du. Ohne. Da fehlt schon wieder eine scheiß Kartoffel. Also deins. Puh, davon. Und dann bewässert er es nicht einmal. Ach, das muss man auch noch machen. Klar, das sind ja auch Pflanzen. Das. Kriege ich das hin? Scheiße! Aber jetzt krieg ich's hin. Scheiße! Aber jetzt. Was denn überhaupt? Fuck, fast. Naja, jetzt kann ich auch hinschwimmen, wenn ich schon ins Wasser falle. Alter! Ja, beiß mich weiter. Mann, ey, so ein Arschloch. Mhm. Das sind insgesamt 4. 8, 16, 20, 24. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 68 und 1, 2, 3, 4, boah, aus der Hand nehmen so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 68 und 36, 68, 98, 104 Holz brauche ich noch. Bitte, was? Ich hab gesagt, so ein Dach kostet 4 Holz. Kann ich nichts dafür. Nicht so XXL Fett bauen? Du meckerst rum, du willst Holz, also. Da musst du jetzt damit leben, dass ich das halt auch größer baue. Gut, Ike, wir hätten Tonnen an Holz, wenn wir es nicht die ganze Zeit in Bauprojekte stecken würden. Da. So, 1. 2. Wenn die zwei Dinger hier leer sind, nicht befüllen bitte. Die werden dann umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, weil wir wollten die ja später, ich weiß jetzt nicht wie später, deswegen, wir wollten das ja auch irgendwie bewässern, automatisch. Da muss ja irgendwo noch Technik zwischen, Daumen. Darko, hier wird noch zugebaut. Hier ist da noch mehr als genug Platz. Ich sag's nur. Keine nicht, dass Sorge. Du dich dann dicht stellst, Alter. Nein, es wird eine Reihe, ich sag mal aus. Also außen aus 5 Bäumen bestehen. 5 oder 6 Stück, je nachdem, wie weit wir kommen.
Dann wird eine Blockreihe Platz gelassen und dann wird dazwischen, wird daneben wieder gebaut. Also, dass du zwischen den Dingern so laufen kannst. Okay. Keine Sorge, ich bin nie auf den Kopf gefallen. Ja gut, ich möchte auch nicht gerne Überwasserungstechnik dauernd laufen müssen, wenn die dann mitten im Weg stehen muss. Warum? Ich kann's. Wir können es auch so machen, dass wir hier... Ich würde dafür erstmal abwarten, bis wir die haben. Die können wir jederzeit umsetzen. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die sind. Ja, ich bräuchte so ein Bewässerungsteil, um das genau zu wissen, dann wie... Ich glaube, da gibt es noch ein anderes extra für Bäume. Aber das haben wir noch nicht. Ich muss sowieso erstmal hier lunzen. Ne? Insel ist aber fertig, oder? Oh! Treibstoffrohr! Lernen! Treibstoffrohr. Biokraftstoffraffinerie. Ja. Aber ich suche gerade was anderes. Also fürs Treibstoffrohr braucht man nur Metallschrott.